herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute ist der Freitag. Heute kommt Video Nummer 5. Und zwar zeige ich euch heute in diesem Video, wie ich oder was ich in meinen riesen Handgepäckskoffer gepackt habe. Kleiner Disclaimer. Ja, Jenny hat viel Make-up. Und ja, Jenny wird auch nicht normal aussehen auf der Glow. Ich habe euch halt so ein bisschen so Inspiration gezeigt, was ich letztendlich auf der Glow vielleicht schminken werde. Also ihr werdet bei mir keinen Smoky Eye und rote Lippen sehen. Das wird nicht passieren. Ich werde mir auf jeden Fall was sehr, sehr, sehr Specialiges aussuchen. Ich habe übrigens eine Maske im Gesicht. Nicht, dass ihr denkt, ich habe Scheiße in der Fresse. Sondern ich habe die Matcha Schäbensmaske mit Asian Beauty. Und ich versuche jetzt meiner Haut noch Kraft zu geben, weil ich glaube, das wird sehr anstrengend für meine Haut dieses Wochenende, weil ihr tragt irgendwie 12 Stunden Make-up, weil die meisten sind ja auch sehr früh unterwegs, muss man einfach so sagen. Viele reisen jetzt schon an, sind praktisch schon in Dortmund. Ihr Lieben, ich denke, das Wochenende wird fabulous. Ich freue mich mega, mega krass auf das Wochenende. Ich hoffe, ihr natürlich auch. Ich habe euch versprochen, dass ich euch heute mal zeige, was ich praktisch einpacke, wie ich es einpacke. Weil ich finde das sehr wichtig, dass man, wenn ihr natürlich sehr viel Geld für euer Make-up ausgibt, das ist egal, ob 5 Euro oder 5000 Euro, ja, dass ihr einfach eine Ahnung habt, wie man zum Beispiel Paletten gut einpacken kann und so. Deswegen, wenn ihr zum Beispiel bestellt oder so Bubble Papers habt, schmeißt es bloß nicht weg, weil ihr werdet es, glaube ich, echt danken, weil wenn irgendwie bei euch ein bisschen rüttelt, ja, in eurem Karton, ja, dann ist es einfach so, dass das definitiv dazu führen kann, dass eure Sachen zu Bruch gehen. Viele der Sachen, die ich euch jetzt zeige, zum Beispiel, ich habe hier das Cody Ashband, das habe ich natürlich noch auf meinem Tisch. Das habe ich jetzt noch nicht in meinen Koffer gepackt, weil ich brauche das noch, weil ich muss mich ja für die Fahrt wenigstens einigermaßen fertig machen, weil sonst kriegt die Alida einen Herzinfarkt, wenn sie mich sieht, ja. Und ich muss einfach sagen, das eine oder andere Zeug, was ich praktisch noch einpacken werde, kann sein, dass es echt noch last minute reinkommt, aber ihr seht meinen ganz groben Zügen, was ich eigentlich so eingepackt habe. Ich wünsche euch wahnsinnig viel Spaß bei dem Video und ich wünsche euch auch für morgen einen wunderschönen Glow-Tag. Lasst es euch gut gehen, Leute. Seid nicht sparsam, weil sparsam sein ist schlecht. Sparsam sein ist sehr schlecht, weil ich denke halt immer, wenn man halt sparsam ist an Tagen, wo man halt doch einfach verdient hat, was zu kaufen, schaut euch durch, probiert, swatcht. Also Alida und ich haben definitiv, also ich habe diese Maske, eigentlich müsste ich die auch auf meinen Arm auftragen, wegen dem ganzen Swatchen. Aber lasst es euch einfach gut gehen. Überlegt nicht zu viel, oh, das wird sonst zu knapp den Monat. Es ist doch nur ein Monat. Und letztendlich, wenn ihr mal, was weiß ich, statt 5 Euro 100 Euro ausgibt, gönnt euch das. Ihr habt das so verdient. Egal wie alt ihr seid, ob 10 oder 30 oder 70 oder so und ihr geht auf die Glow und findet es einfach schön, kauft euch ein Item oder 2, 3 Items, wo ihr sagt, wow, das habe ich so lange gewusst. Also ich habe auch so ein paar Sachen, die ich da haben möchte. Ich zeige euch, wie gesagt, was ich geholt habe und so. Also nächste Woche wird es auch nochmal eine Woche geben, von Montag bis Freitag, weil ich das denke, dass euch das ganz gut gefallen hat, dass ihr jeden Tag einen kleinen Content habt. Das wird nächste Woche eine praktisch After-Glow-Woche geben. Das ist jetzt die Pre-Glow-Woche. Jetzt gibt es noch eine After-Glow-Woche. Danach wird es wieder Mittwoch, Freitag und Sonntag in regulären Abständen Videos geben zu verschiedensten Themen meines Kanals. Und wenn du ganz neu bist und denkst, was hatten die da im Gesicht? Die hat ja Dreck im Gesicht. Yes, I have Dreck in mein Gesicht. Und abonnier doch diesen Streaky-Haufen einfach und like gerne das Video. Ich wünsche euch wahnsinnig viel Spaß beim Packen und ich habe euch wahnsinnig lieb, Leute. Vielen, vielen Dank für die ganz, ganz tollen Rückmeldungen, für die tollen Komplimente über meine Looks. Da habe ich mich wahnsinnig gefreut drüber. Und wir sehen uns auf jeden Fall auf der Glow. Einfach mal auf der Glow. Also, viel Spaß beim Video. So, ich habe hier meinen Koffer. Den habe ich von Amazon. Und hier seht ihr meine ganz tollen Höschen. Ich packe jetzt einfach mal mit euch die Sachen ein. Ich habe auch Bubble Papers und Dinge, die ich noch einpacken möchte. Ich habe hier so ein Tuch, dann tue ich dann... dieser Koffer besteht aus 2 Segmenten. Und zwar einmal hier so ein Ding, wo ich so eine Klappe habe. Und die anderen Segmente, wie gesagt, da kommt jetzt so dieser kleine Zeug rein. Und da fangen wir jetzt auch mit an. Und zwar habe ich... Ups, seht ihr, da fängt schon das erste an runterzufallen. Das ist das erste Produkt. Das ist mein Mumuru Butter Bronzer. Der kommt auf jeden Fall mit. Und zwar werde ich diese Sachen in diese Tasche reinpacken. Und zwar ist das eine Tasche von Primark.
Da werde ich so meine ganzen Puder und sowas reinpacken, die ich definitiv und Primer, das habe ich gesagt. Da kommt der mit dieser Nussknacker LE Primer, Puder. Und zwar ist es der Grund, wieso der Highlighter ist halt enorm geil. Und der muss auf jeden Fall mit. Mein Butter Bronzer, den kennt ihr. Also, das sieht so, das ist ja diese Glow-Verpackung. Das sind praktisch alles so meine kleineren Sachen. Dann kommt natürlich der Becker-Highlighter von Olaplex mit. Man kann ja echt nicht wissen, das ist ja echt schlimm. Mein Bronzer von Too Faced, der Gold Chocolate Soleil Bronzer. Da seht ihr auch wahnsinnig gut, wie der richtig, richtig schimmert. Dann kommen mit drei Primer. Und zwar einmal der High Adherence Silicone Primer von The Ordinary. Dann kommt einmal mit dieser High Spreadable Fluid Primer. Der da. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Und dann noch ein paar Feuchtigkeitsprodukte, wie zum Beispiel die von Mario Badescu, der Hydro Moisturizer with Vitamin C und der Butter Moisturizer und der Hydro Primer von Alverde. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Und ich habe mich entschieden für ein paar Masken, weil ich weiß 100%, dass ich halt, wenn ich morgen früh ankommen werde, ich mir erstmal eine Maske geben werde, weil ich fahre heute Nacht um 0 Uhr, 0:30 Uhr und schätze mal, ich bin bei der Alida gegen, ja, kurz nach 4 oder so. Und da brauche ich auf jeden Fall erstmal irgendwas für die dicken Augenringe. Dann habe ich hier einmal den Pure Source Cell Cheat Mask in Green Tea. Den habe ich auf jeden Fall dabei. Die Matcha-Maske, Leute, die habe ich ausprobiert. Die hat die Alida mir empfohlen. Richtig, richtig geil. Und eine Honey-Maske, also ein bisschen so eine nährende. Die ist auch super. Das ist schon mal die erste Tasche, die zukommt. Wie gesagt, ich habe da ein ziemliches System drin, muss ich sagen. Dann habe ich hier eine Let's Flamingo. Und zwar werde ich da meine ganzen Lippenprodukte reinpacken. Und zwar, ich habe noch nicht so eine richtige Ahnung, in welche Richtung mein Look gehen soll. Deswegen habe ich mich für einige Produkte entschieden, die definitiv mit müssen. Und zwar ist es hier einmal der NYX Liquid Suede in der Metallic Matt Formel in der Farbe Acme. Ein ganz, ganz tolles Metallic. Dann habe ich hier noch den I Love Sarahi Colourpop, auch in einem Rot Metallic. Dann habe ich hier noch die Farbe Avenue in so einem braunen Ziegelsteinrot. Natürlich muss von der Melted Matte von Too Faced mit, und zwar in der Farbe Lady Ball. Dann habe ich hier noch den Melted Matte in It's Happening. Das ist so ein richtig geiles Pink, weil ich nicht weiß, in was. Manchmal könnte ich mir vorstellen, könnte ich auch dieses in einen Cut Crease einarbeiten. Das weiß man immer noch nicht bei mir. Und dann habe ich noch einen mitgenommen, der ist so schön. Das ist der Pure Society Liquid Suede in Matt. Dann habe ich allerdings noch mehr Sachen dabei, weil, Leute, you never know. Ihr wisst nicht, was ihr letztendlich brauchen werdet und so. Deswegen werde ich mich auch auf keine farblichen Diskussionen einlassen, weil ich einfach sicher bin, dass ich so viel mitnehmen könnte. Das ist der Melted Matte in Bend and Snap. Der ist so ein bisschen dunkel, lila pink. Dann werde ich natürlich auch einen Gloss mitnehmen. Und zwar, ich liebe die von Kiko. Das ist der 3D Hydra Gloss in der Farbe 11. Der ist so schön roséfarben mit so einem geilen, wie heißt das, so einem totalen Reflex. Und dann habe ich hier noch den High Volume Lip Plumper. Der kommt auf jeden Fall mit. Dann kommt noch die Farbe Arriba mit. Und zwar ist es die Kollaboration mit I Love Sarahi von Colourpop. Das ist ein wunderschönes blaustichiges Rot. Dann nehme ich mit den Cherry Skies. Und zwar ist es ein Liquid Suede. Einer von den Classics. Also richtig, richtig geil. Und natürlich wird es auch noch nudig. Also ich habe auch noch ein paar Nudes mitgenommen. Ach, da ist auch noch mal einer. Also jetzt haben wir hier noch mal ein Unicorn Blood. Der muss mit, weil ich glaube einfach, dass auch bei einem grellen Look so eine bräunlich-dunkle rote Lippe auch richtig geil aussehen kann. Die Farbe Toulet von Colourpop ist wunderschön, ist ein Ultra Matt, genau. Eine wunderschöne Farbe. Dann habe ich noch den mit den von der Kathleen Lights Kollaboration. Das ist ein richtig typical Matt in der Farbe Dreamy. Mir fällt gerade auch ein, ich glaube, ich nehme noch ein Gloss mit, und zwar so ein Vivid Hot Lacquer, aber suche ich mir gleich aus. Und dann habe ich noch die Farbe Tide
Das ist so ein richtig tolles, dunkles Braun, also ein hell, so Haselnussfarben mit so goldenen Reflekten drin. Das könnt ihr vielleicht sehen. Und meine Lieblingsfarbe, Calabasas von Jeffree Star. Und was definitiv noch mit muss, ist eines von den Vivid Hot Liqueurs. Und zwar eins von diesen beiden. Beziehungsweise nehme ich die jetzt beide mal mit. Und zwar, ich liebe diese Vivid Hot Liqueurs. Ihr könnt wirklich unnormal eure Looks damit aufpimpen. Und zwar habe ich hier einmal die Farbe Charmer und einmal die Farbe Unreal. Also oben Charmer, unten Unreal. Das da unten ist eher so ein bräunliches Nude und das oben ist ein etwas peachiger Nude-Stich. Aber ich muss die beide mitnehmen. Also das ist wie gesagt die Lippenstift-Sektion. Ich habe hier schon eine pa Tasche gepackt mit meinen Face-Produkten. Und zwar natürlich mein Mario Badescu. Ich habe das jetzt hier in so einer durchsichtigen Tasche. Ich habe ein paar Parfums mit von Equivalenza. Das müsst ihr euch auch mal angucken. Das ist richtig geil. Das ist so eine Marke, die tut Parfüm-Dupes machen. Ich habe jetzt hier Dupes für ein Chanel-Parfum. Ich habe aber vergessen, wie das heißt. Und das andere ist das Prada Candy. Dann habe ich natürlich meine Fit Me Foundation in der 128. Und ich habe hier zur Feier der Woche die Estée Lauder Double Wear Foundation. Und zwar einmal in der Farbe Desert Beige. Das ist so die Farbe, die ich immer trage. Und Shell Beige. Wie ihr seht, Shell Beige ist eigentlich der perfekte gelbliche Unterton. Aber das ist ein bisschen zu dunkel. Ich habe noch meine Farbe. Ich denke auch, dass ich die einpacken werde. Weil irgendwie die Farben immer nicht so ganz passen. Aber das ist der perfekte Ton für mich. Und damit hellig packe ich das ganze Zeug auf. Ich mache jetzt kurz mal die Köpfchen noch ein bisschen sauber. Achtet da auch drauf, wenn ihr reißt, dass ihr einfach da oben die Pumpspender und so richtig gut sauber macht. Das sind übrigens MAC-Pumpspender. Wer sich schon mal gewundert hat, warum die Estée Lauder Double-Wear Foundation. Ich finde es ja eine Frechheit, dass die so teuer ist und absolut, ja, der Pumpkopf da irgendwie nicht richtig gemacht ist. Da ist ja überhaupt gar kein Pumpkopf dabei. Das ist für mich, ich finde das super ärgerlich. Also es ist für mich auch echt unakzeptabel. Und ich nehme jetzt, glaube ich, ich nehme jetzt alle drei Farben mit, weil ich mir einfach nicht sicher bin. Ich mische halt viel, deswegen bin ich mir einfach immer nicht ganz sicher, welchen Ton ich da verwische. Deswegen nehme ich jetzt alle drei mit. Von den Face-Produkten, wie gesagt, ich habe jetzt nicht so viel dabei, weil ich einfach denke, man braucht jetzt keine 500 Foundations. Ich weiß, welche funktionieren. Dann habe ich, wie gesagt, das Mario Badescu dabei. Das ist ja zum Setten. Dann habe ich das für mich beste Fixing Spray dabei. Und zwar ist das Balea Tone Perfection Erfrischungsspray. Und das mattiert auch das Gesicht total super. Und was ich zwischendurch immer zwischen die einzelnen Schichten Make-up gebe, ist das Fix Plus und zwar in der Kokosnussrichtung. Das ist richtig geil. Und in diese Packung stopfe ich jetzt drei von diesen Blendeschwämmen. Die sind ganz frisch gewaschen. Einen mit so einer härteren Kante zum Baken und den Rest einfach so zum Aufdrücken. Dann habe ich das eigentlich schon erledigt. Das ist dann die Face-Abteilung sozusagen. Und dann kann ich das nämlich auch schon zumachen, weil das muss ja definitiv mit. Und das kommt unten rein, weil das passt ja eigentlich so ziemlich perfekt da unten rein. Meine Lippenstifte und die kleineren Sachen, glaube ich, werde ich extra verpacken. Genau, das ist nämlich hier schon fertig. Also das ist ein super geiler Koffer. Leute, ich zeige euch den auch später noch, wenn der jetzt, sagen wir mal, noch nicht ganz geschlossen ist. Und das kleinere Kram zeige ich euch gleich. Und jetzt zeige ich euch mal die ganzen Paletten, die ich mitnehmen werde. Ich habe mich ja schon für bekloppt erklärt. Oh, das ist zu viel und so. Ich muss euch sagen, nein, ist es nicht, weil ihr, je nachdem, wie gut ihr mich kennt, die Paletten sind halt echt super wichtig, ja. Ich habe hier diese Bubble Papers aufbewahrt, ja. Und ich werde jetzt hier, habe ich mitgenommen, natürlich die Magic Palette von Juvia's. Die muss mit, weil ich brauche die. Ich weiß 100 Pro, dass ich da eine Farbe von definitiv benutzen werde. Dann habe ich noch die wunderschöne Masquerade-Palette. Da werde ich halt, ich glaube, safe irgendwas von hier benutzen. Das weiß ich. Ich kenne mich einfach zu gut, Leute. Ich glaube, wenn ihr euch sehr gut kennt, wisst ihr einfach ganz genau, zu welchen Farben ihr tendieren werdet. Das ist einfach so. Jetzt habe ich es gut getrunken. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, ein tolles, ein bräunliches Schema.
Auch einen so tollen Ton. Also, ich liebe einfach diese Juvia's Place Paletten. Die sind einfach krank von der Pigmentierung her. Also, da, ach, es gibt einfach nichts Geileres. Also, ich weiß, dass die mir auf jeden Fall einen krassen Look bescheren wird. Das weiß ich safe. Und deswegen werde ich die definitiv mitnehmen. Da wird nichts drüber gehen. Ich habe erst überlegt gehabt, soll ich ein paar andere Paletten noch dafür wegmachen. Aber dadurch, dass ich halt absolut keine Ahnung habe, was ich schminken möchte, belasse ich es dabei. Ich packe die beiden gemeinsam in so ein Bubble Paper ein. Leute, seid sehr, sehr vorsichtig mit euren Paletten, weil ich meine, ich fahre ja mit dem Auto, aber die Sachen sind echt teuer. Und ich muss euch echt sagen, ich glaube, ich würde den Heulkrampf des Todes kriegen, wenn irgendwie da was kaputt geht. Ich glaube, dann kriege ich einen Nervenzusammenbruch. Dann habe ich hier noch Bubble Paper übrig. Und zwar werde ich jetzt hier die The Heron by Juvia's reinpacken. Das ist auch ein super geiles Farbspektrum. Leute, can we just talk about this color? Also, oh mein Gott. Also, ich weiß, dass ich definitiv einen super krassen. Ich weiß gar nicht, ich tendiere gerade ein bisschen zu Türkis-Schwarz-Look. Also irgendwas werde ich auf jeden Fall zaubern. Ihr werdet auf jeden Fall Bilder bzw. ein Get Ready With Me sehen. Mal sehen, ob die Alida dazu Bock hat. Aber ich glaube eigentlich schon, dass sie da richtig Bock zu hat. Da sind halt tolle matte Töne dabei, die halt definitiv mit müssen. Da musst du auch echt drauf achten. Ich meine, hier ist jetzt ein bisschen doof. Dann definitiv mit kommt auch die Violet Voss Hashtag Palette. Viele der Paletten nehme ich halt auch auf jeden Fall mit, weil Alida und ich wollen uns da einmal durchwühlen. Beziehungsweise Alida kennt halt einige der Paletten gar nicht und will halt mal schauen, ob vielleicht die eine oder andere was für sie ist. Also die Hashtag Palette hat halt super geile Transition Shades und hat wunderschöne Purples. Hat auch ein ganz tolles Goldspektrum. Also dadurch, dass ich halt wirklich noch gar keine Ahnung habe, in welche Richtung das geht, muss ich einfach mal schauen. Dann eine Palette, die ich diese Woche unnormal toll fand, ist die Take Me Back to Brazil Palette. Ich hätte nicht gedacht, Leute, dass ich mal zu so krassen Farben greife, aber das hat halt die Woche echt sowas von die Looks absolut entstehen lassen. Und ich weiß 100%, dass ich mich ärgern werde, wenn ich etwas sehr, ja, grelles schminken möchte, was ja vollkommen cool ist auf der Glow, wenn ihr irgendwas fett grelles schminkt, ja. Dann habe ich, Moment, dann habe ich jetzt hier noch ein kleines Bubble Paper hier. Also wie gesagt, ich finde es sehr, sehr wichtig, dass ihr das so einpackt. Ich werde hier einige Paletten zusammenpacken. Und zwar hier die Soap X Highlighter Palette. Leute, darüber muss ich gar nichts sagen. Die ist einfach super, super. Das ist mein Metallic Highlighter absolut. Ihr könnt auch zum Beispiel ins Purple gehen und das ist so geil. Alleine als Inner Corner Highlight ist das schon der Oberburner. Ja, so, das ist wirklich eine mega geile Palette, die definitiv mit muss. Wenn ihr die also habt, nimmt die auf jeden Fall mit. Dann muss natürlich mit, weil ich ja wie gesagt jetzt so ein bisschen auf Blau-Türkis stehe, diese Palette mit. Und zwar alleine für diesen Ton würde ich sie überall mitnehmen. Das ist eine ganz, ganz tolle türkisene Palette, auch mit einem leichten Braun drin. Das hat sich irgendwie verlaufen. Ansonsten eine so, so schöne Palette, Leute. Mit so krass pigmentierten Tönen. Also, das ist einfach der Oberburner, sage ich euch. Also, ich habe das noch so selten erlebt, dass ich eine Palette gekauft habe, wo ich dann. Die habe ich reduziert gekauft und dann dachte ich, ob die wohl was ist. Und dann war ich einfach sowas von absolut verrückt nach der Palette. Echt krass. Und dann kommt natürlich die Tarte Blush Bliss Palette mit. Ich habe mich einfach gegen einzelne Blush entschieden und einfach für diese Palette. Das ist eine Winteredition gewesen. Da habe ich statt diese runden Blushes einfach mal 4 Stück drin gehabt. Die muss mit, weil die ist einfach auch mega genial. Und die NYX Fire Palette, weil wer weiß, vielleicht kommt mir der Hirnfurz quer geschossen und ich möchte doch eines von diesen Farben. Dadurch, dass die sehr schmal sind, werde ich die verpacken und schön an die Seite packen. Ich habe ja natürlich schon mal vorgepackt, also glaubt nicht, dass ich unvorbereitet bin. Dann habe ich hier natürlich die Jaclyn Hill Palette und zwar, weil ich da einfach mal eben alles drin habe, was ich bräuchte, um überhaupt. Also hier habe ich halt Transition Shades, die super toll sind und hier auch sehr warm.
Und vor allen Dingen diese Reihe ist halt unnormal geil. Also, das sind so meine Lieblingsfarben, Leute. Die sind auch des Todes pigmentiert. Und ich bin so begeistert von der. Das war, ich glaube, damals ein Kauf von 43 €. Und ich muss sagen, ich habe so viel davon schon verwendet. Und die kommt natürlich auch in eine eigene Hülle, weil die ist halt recht groß, ja. Die kommt dann einmal so quer drauf. Dann kommt natürlich die Too Faced Chocolate Bar Palette mit. Die kann ich sogar so reintun, weil die ist recht fest, beziehungsweise ich habe ein kleines Bubble Paper noch. Das hat ein ganz, ganz tolles Farbspektrum und zwar ein ganz tolles Gold. Ihr habt hier ein ganz großes Pfännchen und Leute, das riecht, sage ich euch. Also ist wunderschön. Und um für ein bisschen Farbe zu sorgen, habe ich jetzt auch noch die mitgenommen, weil dadurch, dass ich halt echt, ich bin halt ein Mensch, wenn ich mich schminke, kriege ich so einen kreativen Furz. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob das bei euch auch so ist, dass ihr plötzlich wie so eine Eingebung bekommt, was, wie gesagt, ihr gerne für Farben schminken würdet. Und da sind irre tolle Farben dabei. Gerade dieses grüne Zeug da oben, da könnt ihr Looks von schminken. Leute, habt ihr nicht gesehen? Und die werde ich jetzt gemeinsam auch verpacken. So, meine Chocolate Gold. So, das wäre es jetzt erstmal. Dann habe ich ja jetzt noch dieses Kleinkruscht, sage ich mal. Da gehe ich jetzt auch mit euch mal durch. Und zwar werde ich die jetzt separat, ich glaube, in so eine kleinere Tasche packen. Ich habe hier noch eine Rose Gold Tasche von BH Cosmetics. Und da werde ich so meine kleineren Sachen reinpacken. Das ist jetzt noch ein Primer, den hat sie verlaufen. Leute, testet den. Der ist so gut. Also der ist wirklich sweatproof. Ich benutze ja mehrere Primer, weil ich verschiedene Zonen habe, wo es halt echt heftig ist. Dann habe ich mich entschieden für die Wispies. Und zwar, ich habe hier Kiss Lashes. Die sind so ein bisschen zum Auffüllen. Aber diese hier kann ich tatsächlich tragen, weil ich bin ja Brillenträgerin. Und das ist immer so ein bisschen tricky. Ich habe hier ein Make-up, das ist übelst ekelhaft, aber es ist gewaschen. Ein Make-up-Pinselreiniger, das swipet ihr so mit eurem Pinsel rein. Dann habe ich hier die False Lashes Mascara, die packe ich hier rein. Dann habe ich hier einen Super Last Eyeliner, den packe ich hier rein. Dann habe ich hier meinen BH Cosmetics Concealer, den ich fürs Cut Creasen benutze. Dann habe ich hier noch diverse andere Concealer. Und zwar den ColourPop No Filter Concealer in der Farbe Fair 5. Also es ist ein sehr heller. Ich brauche das halt auch zum Cut Crease machen. Dann habe ich einmal den Concealer in Define in der C4. Dann habe ich noch den C13. Der habe ich aber nagelneu, weil der andere ist schon ziemlich leer. Aber ich will mich jetzt nicht auf das Risiko einlassen, dass es mir leer geht, wenn ich dort anfange, mein Gesicht zu konturieren. Habe ich neu. Und dann habe ich noch den Catrice Liquid Camouflage, der einfach waterproof ist und das ist halt dort echt nicht schlecht. Dann habe ich ein paar Augenbrauenprodukte, die ich immer benötige, weil ich brauche eigentlich jetzt nicht so viel Augenbrauenzeug. Und zwar habe ich einmal hier, da ist der Deckel allerdings weg, den NYX Micro Precise Brow Pencil mit so einer ganz, ganz spitz, mit so einer rausdrehbaren Spitze. Der ist wirklich, wirklich toll. Dann habe ich den Waterproof, das ist so ein Teardrop-förmiger, also das seht ihr hier. Der ist super, super aschig, aber total gut. Mit so einer richtig großen Spoolie unten dran. Da brauche ich auch keine mitnehmen von zu Hause. Und um das Ganze zu fixieren, natürlich den Make Me Brow von Essence. Dann nehme ich die neue Mascara mit. Und zwar ist die super für meine unteren Lashes. Und zwar ist es die Super Curl Volume Mascara Eye Opening von Essence aus dem neuen Sortiment. Natürlich brauche ich einen Wimpernkleber. Und die Alida hat mir, ich habe halt mich so aufgeregt, weil einfach der Wimpernkleber von Duo einfach so rausgeschossen kommt. Das ist mir zu viel, sage ich euch ehrlich. Und ich habe jetzt diesen Precision Lash Kleber. Und zwar hat der so eine ganz, ganz tolle, ich weiß nicht, kann ich das erkennen? Ja, jetzt. So eine ganz, ganz tolle Spitze, wo halt Produkt wie so eine Art ganz schmaler Pinsel. Und den finde ich halt unnormal gut fürs Auftragen praktisch, weil ihr einfach nicht zu viel und nicht zu wenig Produkt habt. Eine Wimpernzange. Ist das eine Wimpernzange? Einfach so eine Zange. Dann habe ich hier noch von Kiko einen Glitter. Leute, der ist im Standardsortiment. Ja, das ist ein ganz, ganz toller Glitter. Der glitzert extrem, extrem viel.
Und den benutze ich halt, um so Highlights zu setzen oder so. Weil das ist halt schon mal, das ist praktisch, wenn ihr jetzt nicht zu viel Glitzer benutzen wollt, ist das halt echt cool. Dann habe ich hier den Glitter Glue von NYX. Ich habe nur den hier, weil der ist richtig Hardcore-Kleber. Also da bewegt sich dann anschließend gar nichts mehr. Und dann habe ich mich für 5 verschiedene Glitzer und Schimmer entschieden, weil Alida hat noch welche. Da werde ich hier dann ihr klauen gehen. Und zwar ist das einmal die Farbe Red, das NYX Glitter. Dann habe ich hier die Farbe Teal, ist das, glaube ich. Genau, Farbe Teal, also so ein geiles Türkis. Dann habe ich hier die Farbe Violet. Wunder, wunder, wunderschön. Habe ich auch noch nie benutzt, muss ich ehrlich gestehen. Und dann habe ich hier die Farbe Crystal, glaube ich, ist das. Ja, Crystal, genau. Und einmal die Farbe, ach, das ist auch ein tolles Glitzer, das ist die Farbe Gold. Und zwar habe ich jetzt praktisch so ein bisschen in Sektionen gepackt. Ja, also ich kann jetzt halt echt nicht anders, wie so zu packen, weil, also hier, wie gesagt, habt ihr jetzt die ganzen Gesichtsprodukte drin. Ja, und wenn ihr euch jetzt wundert, hey, die Jenny, die hat überhaupt keine Pinsel dabei, dann habt ihr euch echt getäuscht, weil dafür habe ich einen Extra-Koffer. Ich habe mich entschieden für ein kleines Make-up-Case. Können wir mal darüber sprechen, wie goldig der ist? Und zwar ist es von Primark. Und da habe ich meine ganzen Make-up-Brushes drin. Also wirklich Gesicht, Blender und ach, alles Mögliche. Also da könnt ihr mal reingucken. Da sind wirklich alle möglichen Gesichtspinsel drin. Die werde ich separat mitnehmen. Ich habe jetzt eigentlich auch ehrlich gesagt gar nichts mehr, was ich dem so hierzu hinzufügen möchte, weil ihr müsst halt überlegen, ich habe halt wahnsinnig viel Make-up, ja, und ich weiß, dass das sehr viel aussieht, aber für mich ist es halt wirklich so die notwendigste Auswahl, um irgendwie, ich sag mal so, einen gescheiten Look zu bekommen, sage ich mal. Wenn mir das ein oder andere noch einfällt, ich glaube eigentlich nicht, weil ich habe wirklich sau viel mit. Wie gesagt, die Gesichts-Make-up und so, das ist halt wichtig, dass ihr wisst, was ihr da halt mitnehmt, ja. Und ansonsten muss ich sagen, ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich den Diamond Light mitnehme, weil der ist so, so schön. Ich glaube, den packe ich jetzt mal ein, weil ich weiß definitiv, dass der super blinding ist. Und Leute, ich kann eigentlich schon meinen Koffer zumachen, wenn es geht. Also, wie gesagt, es muss niemand diese Menge an Sachen mitnehmen zur Glow. Ich wusste halt definitiv. Und Leute, dieser Koffer ist einfach so süß. Ich zeige euch den mal ein bisschen höher. Schaut mal. Und zwar ist es hier von Wittchen, von der Marke Wittchen. Ein ganz toller Koffer. Den könnt ihr auch rausziehen und so. Und der ist halt richtig. Das ist original Handgepäcksgröße. Das heißt, ich habe jetzt den hier dabei. Und praktisch meine ganzen Pinsel. Das sind praktisch jetzt so die Sachen, die ich mega, mega, mega gut finde. Ihr habt ja jetzt gesehen, ich habe wirklich verschiedenste Sachen eingepackt, weil ich einfach nicht der Typ dafür bin, dass ich irgendwas da lasse. Ich habe zum Beispiel keine Lip Liner mitgenommen, weil Lip Liner stehe ich jetzt nicht so drauf. Und Kajalstifte habe ich auch keine dabei, weil ich mir eigentlich sicher bin, dass ich so viele Kajalstifte gar nicht verwenden kann und werde. Deswegen hoffe ich, habe ich alles. Ansonsten werde ich bestimmt hier und da noch was in die Taschen verschwinden lassen. Und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Also kein Mensch von euch muss irgendwie so viele Sachen mitnehmen. Ich möchte ehrlich gesagt kreative Freiheit haben. Deswegen habe ich mich entschieden, einfach komplett alles mitzunehmen, was ich halt wirklich für notwendig halte. Leute, das ist einfach, Make-up ist my passion. Das ist meine Leidenschaft und es ist meine Liebe, weshalb ich auch meinen Kanal angefangen habe. Ich denke, wenn ihr seht, wie experimentell ich die letzten Monate geworden bin und wie super sich auch mein Kanal auf diese Tutorials eingespielt hat, ja, ich mache das einfach am liebsten und ich muss auch sagen, meine Familie hat sich sehr daran gewöhnt. Meine Schwiegermutter findet meine Looks extrem, aber sie hat halt auch gesagt, sie findet das enorm schön, wie ich das mache und dafür liebe ich sie auch unnormal, aber es ist wie gesagt kein Zwang dahinter. Nehmt mit, was ihr braucht. Ich brauche vielleicht ein bisschen mehr. So ein bisschen. Aber es ist kein Zwang für euch, irgendwie da mithalten zu müssen oder so. Wir sind alle auf der Glow und uns wunderschön zu fühlen. Und manche machen das halt mit einem Double Cut Crease mit Glitzer des Todes. Und manche machen das einfach mit einem Kajal und roten Lippenstift. Für die Jüngeren von euch, schminkt euch am besten gar nicht, weil ich sage euch ehrlich, ich glaube, da gibt es richtig geile Stände, wo ihr euch super schön machen könnt.
Ich weiß, dass ich mich halt nicht schminken werde. Ich hasse es, mich von jemandem schminken zu lassen. Das wird weder in diesem noch in irgendeinem anderen Leben vorkommen, dass ich mich schminken lasse. Wimpern kleben und sowas, das lasse ich eigentlich auch nicht gerne, weil ich bin halt ein sehr fixierter Mensch auf mein Gesicht. Also ich mag das, um normal da zu arbeiten, wie so eine Baustelle. Ich bin Baustellenmeister in meinem Gesicht. Und ich muss einfach sagen, ich habe einfach unnormal Spaß bei Make-up. Und das wünsche ich euch auch, Leute. Habt Spaß mit Make-up. Ich meine, ich bin absolut nicht chinant. Also ich sehe halt mal total fertig aus. Ich habe jetzt einige Nächte vor mir hinter mich gebracht und bin sehr aufgeregt. Also es ist jetzt ungefähr 17 Uhr, wo ich das Video praktisch drehe für euch. Und dann schneide ich es euch ja und lade es euch hoch. Also ihr kriegt es dann vielleicht gegen 21, 22 Uhr. Ich bin sehr aufgeregt, ich bin auch voller Freude. Ich sehe endlich meine Alida, kann sie in die Arme schließen. Es ist ein wunderschönes Gefühl, YouTube zu machen und Freunde zu finden. Irgendwann, 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 sage ich euch ehrlich, werde ich immer mehr Leute kennenlernen, die einfach Bock auf diesen Style haben. Alle, also diese Leidenschaft einfach mit mir teilen. Und ich hoffe, ihr findet auf der Glow Leute, die ihr gleichgesinnt habt. Tauscht Nummern aus, egal, tut städteübergreifend, euch besuchen gehen. Und ich wünsche euch einfach so, so, so viel Spaß dabei. Und ich habe euch wahnsinnig lieb, ihr Süßen. Und wir sehen uns auf jeden Fall am Sonntag wieder. Da habe ich euch ein Backup-Video zu einer LE von Essence, eine Pinsel-LE, die ich unnormal süß fand, wo ich auch echt viele eingepackt habe. Und wir sehen uns auf jeden Fall in meinem tollen Glow, in meiner Glow-Woche. Die hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe auch so tolle Rückmeldungen bekommen. Ich werde, wenn es mir möglich ist, schauen, dass ich mittwochs, Freitag und sonntags hochlade. Das ist halt manchmal sind es Tutorials, manchmal nur ganz schlichte Sachen. Ich hoffe, ihr freut euch darauf. Und wir sehen uns auf jeden Fall auf der Glow sogar vielleicht und auch im nächsten Video wieder.